Wie schafft denn Gott die Welt? Erklärt uns das nicht auch die Evolution? Dann glauben wir, Gott schafft die Welt eher wie ein Künstler als wie ein Handwerker. Was meine ich damit? Die Theologie spricht davon, Gott ist die Erstursache von allem, aber nicht im Sinn von Ursache und Wirkung der Physik, sondern eher im Sinn von Ursache und Wirkung der Liebe, der schöpferischen Freiheit.